Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Daily Overview am Dienstagabend. Wir haben doch Dienstag, oder? Ja. Ja. Oh. Mit dabei ist heute wieder der Marco. Hallo. Und er ist, laut stimmlich ist er gut gelaunt. Aber müde. Aber müde, ja. Woran das wohl liegen mag. Tja. Ich denke mal, aber nicht an PlayStation Move. Nee. Denn dazu gibt es endlich die Spielecover, oder ja, Spielecover so, wie sie im Handel erscheinen werden. Denn man hat sich gedacht, man muss ja irgendwie PlayStation Move-kompatible Spiele irgendwie kennzeichnen. Was macht man ja genauso auch wie mit Kinect. Wird ja da auch noch was kommen. Und sowie auch 3D-fähig. Und da hat sich Sony was Interessantes überlegt. Sie haben da oben eine kleine Ellipse gemacht bei jedem Cover. Und haben darauf dann geschrieben, PlayStation Move kompatibel. In blau. Aus meiner Sicht sage ich mir jetzt mal, es zerstört das Cover noch nicht so richtig. Aber die Covers werden langsam immer voller. Oder, Marco? Ja, interessiert mich eher wenig, ne? Hust, genau, machen wir mal weiter. Ja, und ich habe ja gesagt, PlayStation Move interessiert mich eher weniger, was mich interessiert, aber wie gestern schon gesagt, wiederum auch nicht, also irgendwie verdreht, also irgendwie interessant, aber ich werde es mir trotzdem nicht holen. Es ist mich Kinect. Und es ist sozusagen Kinect. In Konkurrenz zu PlayStation Move, wie schon des Öfteren gesagt worden ist. Und es gab ja vor kurzem einige Gerüchte, die besagten, dass Kinect in kleinen Räumen nicht funktionieren soll. Das wurde jetzt dementiert, die Aussagen eines Software-Engineers aus dem Studio Rare. Kennt wahrscheinlich jeder. Ja, natürlich. Klar, also die haben ja so Titel gemacht wie Keine Ahnung und Keine Ahnung 2. Auf jeden Fall müsste man einfach nur den Abstand zum Bildschirm richtig halten, bis man halt in dieses Bild passt. Die Kamera soll sich nämlich automatisch konfigurieren. Jedoch gibt es ja noch keinen richtigen Beweis dazu, weil diejenigen, die wirklich Chance hatten, Kinect zu testen, durften nichts bisher darüber sagen. Von daher müssen wir einfach mal den Aussagen dieses Mitarbeiters mal glauben. Natürlich, man sollte allen Leuten glauben. Und deswegen schlafe ich auch gleich ein. Marco, nein. Ja, also ist es wirklich ein harter Tag. Denn es ist kalt draußen. Ey, ich habe heute Mathe-Test geschrieben, auch wenn es nicht benotet wird. Ist eher so ein, wie stehen wir in Mathe-Test irgendwie. Voll. Das ist ja mal, ne? Vier Seiten waren das mit Aufgaben, verschiedene Aufgaben, und das mussten wir ohne Taschenrechner rechnen. Und das waren gleich, hast nicht gesehen, dass normalerweise nur mit Taschenrechner berechenbar ist, aber nee, Kopfrechnen angesagt, ja, da dreht man durch. Trotzdem habe ich es noch irgendwie geschafft, fast alles irgendwie hinzukriegen. Wahrscheinlich sogar das meiste eh falsch. Also bitte nein. Machen wir weiter. Wir will zum Thema Gaming zurückkommen. Genau, denn da haben wir noch was zu der PAX 2010. Und ja, das Thema Gameplay ist natürlich immer sehr groß gesagt, und wenn eine große Messe ist, dann kommen natürlich haufenweise Gameplay-Videos. So auch zu Dead Space 2. Und ja, das hat jemand aufgenommen, der mit dabei war oder mit dabei ist. Und das Gameplay-Video könnt ihr euch in voller Länge bei uns anschauen. Auf unserer Seite www.eplay-tv.de. Ja, kommen wir wieder zu Kinect, ne? Also da ist ja, gibt's ja bald Kinect Motion Sports.
von Ubisoft, was nicht zu verwechseln ist mit dem ganz normalen Kinect Sports. Unterschied ist lediglich nur dabei so, dass das von Ubisoft, also Motion Sports, ein bisschen realistischer ist. Das Spiel bietet ja 40 Herausforderungen in so Disziplinen wie Fußballboxen oder Reiten. Auch andere Sportarten sind dabei, wie Golf und so. Dazu ist jetzt noch ein Trailer erschienen, den ihr euch in unserer News auf der Startseite anschauen könnt. Viel Spaß dabei. Genau. Und wenn es nicht mal auf der Startseite ist, klickt ihr einfach mal auf News. Genau. Das altbekannte, ne? Immer auf News klicken, da hast du alle News. Nur News. Nevs. Genau. Und was auch eine Netz ist, das ist Nintendo. Denn Nintendo hat was Neues bekannt gegeben, nämlich eine neue Konsole, was zu einer Revolution vielleicht führen könnte. Nämlich der Nachfolger der Wii soll laut sollen mich laut Skoma, wie heißt der? Was? Sakamoto, so rum, Sakamoto. Oh, Sakko. Kannst du den Namen nicht aussprechen von deinen Lieblingsfirma Nintendo? Ja, Meine Güte. hallo. Miyamoto kann man noch Sakamoto. aussprechen. Miyamoto weiß ich im Kopf Miyamoto, aus. Shigeru. Ja, Übrigens, Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto muss man auch kennen. Also, das sind so die Natürlich. berühmten Typen, die mich eigentlich nicht interessieren, weil mir eigentlich nicht die Typen hinter dem Spiel interessieren, sondern eher das Spiel selbst. Deswegen frage ich meistens auch nur einen Mitarbeiter, denn in der Quelle steht dann wahrscheinlich der Name und ich sage nur, ja, ein Mitarbeiter hat das und das gesagt. Das war Jo. jetzt nur eine Ausnahme, weil Sakamoto ja irgendwie schon bekannter ist. Natürlich. Also ich. Und er soll nämlich in einem, das sagte er nämlich in einem Interview, dass es eine neue Revolution geben wird durch den Nachfolger der Wii, nämlich gängige Normen sollen gebrochen werden. Weitere Details wurden dazu aber noch nicht genannt. Er verspricht zumindest, dass die neue Konsole weltweit für offene Münder sorgen wird. Und ja, man möchte die Aufmerksamkeit wieder auf Nintendo richten, nachdem die 360 und PS3 doch sehr viele Beachtung in der letzten Zeit bekommen hat. Und ich sag mal, gute Entscheidung für Nintendo. Ja, offene Münder habe ich gerade, ich habe jetzt auch gerade einen offenen Mund und zwar vor Langeweile, denn irgendwie Du schläfst ein. das, nein, es geht nicht nur darum, es ist irgendwie schon zum Gähnen langweilig, wie jeder Firma meint, gleich jeden, also das. Die benutzen das Wort Revolution schon irgendwie für jede Sache, weil zum Beispiel Apple wirklich für jedes Gerät, was sie haben, und das ist eine Revolution. Und Nintendo, die neue Konsole wird wieder eine Revolution. Selbst die Nintendo Wii war keine Revolution. Revolution ist schon was ganz anderes. Revolution ist, wenn man die Menschheit verändert. Das ist lediglich eine, ja, so ein Fortschritt halt, mehr nicht. Und zwar bei Konsolen, das ist keine Revolution. Ja, Deswegen finde ich es gut. schon ein bisschen langweilig, wenn jemand sagt, ja, schon wieder eine Revolution. Das war genauso wie das bei Smartphones und Handys. Da sagt jede Firma, ja, das ist unser nächstes Flaggschiff und so. Oder jedes Handy ist anscheinend von denen Flaggschiff. Also sollte man ein bisschen mit den Worten umgehen, sonst ist das irgendwie langweilig. Sonst sagen wir ja auch schon wieder eine Revolution oder schon wieder ein Flaggschiff. Denken, ja, toll, langweilig. Ich meine, jetzt aber, Ja. oh, schon so viele Revolutionen gehabt, wie wir was Neues haben. Ich habe mir bestimmt denken, irgendwann kommt noch eine komplett neue Konsole. Nicht von einem Ja, bekannten Firmen. wie wär's mal eine richtige Revolution, indem man ganze Spiele-Genre revolutioniert, das wäre was. Und nicht nur irgendwie Bewegungssteuerung, das ist ja ein, naja. Gab schon Naja. vorher, vor Nintendos Wii, übrigens. Ich sag nur iToy. Die Welt muss sich bewegen, Ich habe schon komischerweise. 2003 von iToy gestanden, PS2, und da war noch Nintendo Wii gar nicht rausgekommen. Also Bewegungssteuerung gab schon vorher, also hat Nintendo nichts revolutioniert. Ja gut, aber die iToy war auch nicht gerade sehr gut, ne? Doch war sie, ich habe sie ausprobiert, der war gut genug. Und Gut. selbst Wind, die hat es trotzdem nicht revolutioniert, genauso wie Apple zum Beispiel mit iPhone. Ist auch keine Revolution, das sind Technologien, die es schon vorher gab. Und iPad natürlich auch, Tablet-PCs gab es auch schon vorher. Wird nur dargestellt, als wären die jetzt alles revolutionieren, was ja gar nicht stimmt. Revolution war der Computer zum Beispiel, das ist was Neues. Oder Telefon, das ist alles Revolution, finde ich. Dann machen wir mal weiter. Ja, und zwar mit einer Nachricht, die, ja, na, wie auch immer, auf jeden Fall geht es um die Vereinigten Arabischen Emiraten.
die jetzt wohl Mafia 2 verbieten wollen oder verboten haben. Das ist, reiht sich damit in eine Reihe von Verboten ein, wie Darksiders, Mass Effect 2 und Red Dead Redemption, die nicht wegen ihrer Brutalität verboten worden sind, sondern angeblich wegen Szenen von leicht bekleideten Damen. Ja. Toll. Okay. Da sieht man wieder, dass die Vereinigten Arabischen Emiraten oder die ganzen arabischen Nationen einen einfach nur in der Klatsche haben, weil die mit ihrer Religion ein bisschen übertreiben. Immerhin sollte man ein bisschen freier leben. Aber naja, die verstehen es wahrscheinlich nie. Ja. Wollen wir es mal hoffen, dass es bald ändert, ne? Was auch noch schlimm ist, dass die irgendwie. Es gibt ja keine BlackBerry, ne? Und ihre da, also das, wenn man Internet geht, das ist alles geschützt. Also BlackBerry sagt ja, wir wollen die Daten unserer Nutzer wirklich schützen und haben das irgendwie sicherste Handy-Netzwerk, keine Ahnung, auf jeden Fall, die es überhaupt gibt. Und dagegen hat die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Indien und andere Nationen wie zum Beispiel Indonesien und so, haben was dagegen, weil die sagen, ja, wir wollen aber auch unsere Bürger halt auch kontrollieren und wollen wissen, was sie machen. Und haben halt BlackBerry drohen halt schon, dass die wirklich ihre Sperrung, also zumindest in den Ländern halt aufheben, damit die Regierung halt einsehen kann, zum Beispiel in Gesprächen. Was ich Wieso? natürlich überhaupt. Telefons abhören kann man auch Nee, anders. mit BlackBerry, also ich sag mal so, wie gesagt, das ist das sicherste System, was es überhaupt gibt. Und das kann man auch gar nicht so einfach abhören. Nicht mal die deutsche Regierung kann das. Also das ist einfach wie ganz sicher. Und da haben halt diese Regierung was dagegen und. Ich finde es ehrlich nicht, also ehrlich gesagt finde ich es nicht okay, jetzt irgendwie so ein sicheres System einfach mal aufzugeben und vor allem das mit den ganzen Spionage-Scheiß, das kann ich nicht mal sehen. Die Regierung hat nichts in unserer Privatsphäre zu suchen und fertig ist. Eine, wieder eine Meinung, die man nicht ernst nehmen muss, wenn ihr es Doch, euch wieso soll man nicht ernst nehmen? Soll man jetzt ernst nehmen? Ja, klar dürfen die Regierung für was die abnehmen. Leute, die es nicht ernst nehmen möchten. Man sollte es aber schon, es ist schon echt traurig, wenn Leute sagen, ja, nimm mir nicht ernst, ja, toll, viel Spaß, wenn die Regierung eure Handys abhört. Ist ja Genau. schön, weiß ich. Ja, klar, darf die Regierung alles von mir erfahren. Ich gebe alles preis, sie können auch nämlich meine Kontodaten haben, wuhu. Nee, aber ganz ehrlich, Privatsphäre ist allerhöchste Stelle da und da sollte man schon mal irgendwie bisschen sich zurückhalten. Und machen wir weiter mit der News, da anscheinend jeder eh so CDU-Wähler hier ist und Ich meint, nicht. alles abhören zu wollen. Ich nicht. Ich nicht CDU. Nicht, Ah, nicht oder CDU. SPD mit ihren komischen Zensurscheiße. Ja, SPD ist Haben wir wieder. sonst nichts Besseres tun. Kommen wir Haben zu wir. Microsoft. Das ist, glaube ich, ein bisschen besseres Thema. Denn Microsoft interessiert sich noch nicht für die Politik. Noch nicht. Mal gucken, wann es kommt. Aber. Wäre schön eigentlich, aber ehrlich gesagt wäre das, wenn sie sich mal in die Politik eingreifen würden. Überleg mal, was das wäre eine Revolution. Wenn endlich mal so eine Firma in die Politik sich einmischt und damit wirklich die Menschen bewegt, anderes Denken, ja, also dass man anders denkt, und dann könnte man wahrscheinlich das mit der Privatsphäre vielleicht ein bisschen anders ändern, weil Microsoft ist ja nicht so wie Apple oder Google. Die sind, also da muss man schon sagen, Microsoft schützt Daten. Oder zumindest soweit es geht. Die greifen auch nicht alles ab. Das ist wenigstens das Gute an denen. Aber kommen wir trotzdem zurück zu Microsoft. Das ist viel besser. Nämlich mit der 360. Ja, die 360 Slim ist ja vor einiger Zeit herausgekommen. Und ja, die verkauft sich tatsächlich sehr gut. Nämlich in der 250 GB Fassung konnte man nämlich den Verkaufserwartung um das Vierfache übertreffen. Natürlich ist das kein Wunder, dass es dazu zu Lieferengpässen kommt. Und ja, die Lösung liegt in den Lagerbeständen des Auslands. Zumindest hat es Microsoft wieder mal geschafft, die Xbox-Fans davon zu überzeugen, von dieser 360 Slim. Ja, irgendwann kommt bestimmt eine Slim oder eine Xbox 27. Marco, also bitte. Das ist nicht schön. Ich hab Hunger. Oh. Oh. Ja, war ja aber irgendwie klar, dass die Sims sich gut verkauft, war ja genauso wie bei der PS3. Ich höre mich gerade doppelt. Ich nicht. Ich mich aber doppelt. Das ist das Nervige. Wie auch schon gestern. Ich habe kein Stereo-Mix. Ja, und ich habe vielleicht eine scheiß Technik. Das kann vielleicht auch sein. Ah, toll.
Ja, die Technik wird bald erneuert. Halt.